So, jetzt schmeißen wir den Generator mal kurz an. Jetzt ist Strom da. Das will ich testen. Tatsache. Ja, das geht mitunter sehr schnell. Oh, Level. Was? Wo? Oh. Meine. Solange du von meinem Grab wegbleibst. Hä? Wo ist es denn? Da oben. Über dir. Hinter dir. Ach, da. Ja, super. Ja. Tolle Bratwurst. Ja, ist er. Na, ich will deinen Bums nicht einsammeln. Da. Super. Echt klasse. Da oben liegt noch was drauf. Ja, ich weiß. Das ist mein Ender. Kommt von der Seite hier drüben. Und dahinter liegt auch noch was. Das ist mein Ender. Beim Einsammeln des Gelumpes ist gleich wieder abgenippelt, ey. Das wäre ein Spaß. Ist ja nicht wahr. Wo sind meine Schuhe eigentlich? Wo sind meine Schuhe eigentlich? Die sind vielleicht kaputt gegangen. Nee, glaube ich nicht. Bin ja nicht das erste Mal gestorben. Das waren so richtig geile Stiefel. Mit denen konntest du keine Ahnung wie hoch springen. So, jetzt passiert's nämlich. Jetzt läuft das gerade leer hier. Das ist das Problem. Was? Wer? Warum? Hier, das Zuckerrohr läuft leer. Und jetzt ist gleich der Strom aus. Und Zuckerrohr ist zwingend notwendig. Man kann jetzt nicht sagen, okay, wir nehmen zweimal was anderes. Nee. Wir könnten Melonen und Äpfel könnten wir noch reinschmeißen. Und Kartoffeln. Na komm, Kartoffeln aber auch genug. Oder nicht? Ja, Kartoffeln, wir müssen die halt dauerhaft produzieren, ne? Jetzt ist die Frage, was wächst schneller? Kartoffeln oder... Sind auch nicht mehr so viele. Das sind gerade nur mal 40, die wir im System haben. Wo sind denn die ganzen Kartoffeln hin? Hast du die alle gefuttert? Nee. Kannst du mir die mal geben? Ich hab sie nicht geholt. Achso, dann gucke ich mal kurz. Lass die mal im System hier drin, wir haben ja hinten welche im Feld. So, hab ich Erde? Nicht eine nur. Muss ich gleich welche holen. Dann kann man nämlich mal schauen, wenn nämlich die Kartoffeln schneller wachsen als das Zuckerrohr. Das rein und das rein. Ne, ich glaube, die brauchen genauso lange. Na, zumindest werden sie verwertet. Ich habe hier gerade die 40 Stück reingeschmissen. Also das Zuckerrohr und das Kartoffelding wurden gerade gleichzeitig geerntet. Das rechte Zuckerrohr und die Kartoffeln. Okay. Wenn wir uns das anschauen, das Zuckerrohr wächst schneller. Beziehungsweise es ist fast gleich schnell. Es gibt sich nichts. Also können wir alles reinschmeißen, aber das ist keine Dauerlösung. Leider. Das ist blöd.
Bei mir hinten hat es das Zuckerrohr gerade gefarmt, ne? Ja. Ich möchte mal kurz gucken, was ich noch für den Soulbinder brauchte. Weil wenn wir den nämlich haben, wir brauchen einen Skelettkopf, einen Zombiekopf, einen Creeperkopf und einen Enderman-Kopf. Und das letzte, was fehlt, ist der Enderman-Kopf. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles. Ah, ne, ein Zombie-Kopf fehlt auch noch. Ja, aber es wird wieder dunkel. Wird wieder dunkel? Sehr gut. Die Sonne geht unter. Dann räume ich mal mein Inventar leer. Pack mir gleich noch was zu essen ein. Meine guten. Wo sind meine Steaks alle hin? Hier, Kollege. Da steht privat drauf, ne? Hast du gesehen, ne? Okay. Ich mach grad nochmal ein bisschen Steak. Steak? Willst du welche? Warte. Ich hab. Nee, ist gut. Jetzt wäre ich beinahe schlafen gegangen. Ich glaube, da hättest du mich erschlagen. Dann hätte ich dich geschlagen. Rein aus Gewohnheit. Wird dunkel. Oh, ab ins Bett. Ja. Was ist denn das? Stimmt bei dem nicht. So, dann gehen wir jetzt Monster farmen. Nutze die Zeit. Wir haben nicht viel. Primär bitte auf Zombies gehen. Auf Zombies und natürlich Enderman. Lass das! Moin, Kollege. Komm mal her hier. Brauch dich. Und dein Kopf. Ja, wäre schön, wenn du mir gegeben hättest. Ich hab einen Zombie-Kopf. Ah, ich hab hier alles ausgelöscht. Bei mir ist nichts mehr. Ich hab ihn. Heißt, es fehlt jetzt der Enderman-Kopf. Also natürlich so viele Köpfe, wie wir kriegen können, aber... Primär natürlich Enderman. Und jetzt spawnt natürlich auch keiner, ne? Alter! Also brauch. Komm mal zu mir, dass du gar nicht. Dass du dir gar nicht angucken. Hab ihn! Ich hab den Kopf! Ich hab den Kopf! Enderman-Kopf. Ja, lach nicht, das ist ein Problem. Das ist ein Riesenproblem. Problemhexe. Das ist ein Riesenproblem. Weil ich hatte auch einen Kopf. Mindestens zwei. Aber kein Enderman, oder? Nein. Aber ich komme jetzt nicht mehr dran, weil ich kein Schwert, kein gar nichts mehr habe. Wo bist du denn gestorben? Aha. Zwischen, auf halbem Weg zwischen Fabrik und, genau, stopp! Runter! Da müsste irgendwo mein Grab sein, wo du jetzt bist. Nee, ein Stück zurück. Ein Stück weiter Richtung Wald. Richtung mein Haus und Wald. Ich sehe hier nichts. Ja, ich werde ja zu dir kommen, aber ich bin nackisch. Egal, ich beschütze dich. Ja. Na dann mal Holla the Wood Fairy. Aua! Oh, das war nicht schlau. Ich sag ja, du beschützt mich, guck mal, was hier los ist. Ich dachte, du rennst Richtung Wald. Hier bin ich abgenippelt. Da, oh. Ja, ich sag ja, hier ist richtig Party. Was meinst du, warum ich gerade gestorben bin? Wegen einem Vieh sterbe ich nicht, aber das sind ein paar mehr als eins.
Erst die Skelette. Bei mir ist ein Enderman hier hinten. Boom. Ah, da war auch ein Creeper, nicht nur ein Enderman. Hier geht's. Hab's gleich. Ein Skelett haben wir noch. Aua! Sag mal, geht's dir noch ganz gut, oder was? Ja, das ist auch wieder Kacke. Ja. Ai. Kurze Entspannungspause. Scheibenkleister. Das geht ganz gut vorwärts da unten. Ja, ich sage, hier ist richtig was los. Eins weg. Ha, ausgewichen. Sau. Skelett weg. Weiche. Na, es tut mir leid, dass ich dir gerade nicht helfen kann, aber. Weiche. So, dein Grab ist clear. Oh ne, da ist noch ein Skelett. Ich lenk's ab. Ah ne, ist das auf dich fokussiert. Ich geh da mal. Ciao mit V. So, ich hab's. Das war drauf auf den Schuhen. Protection 2. Ah! Das ist gerade gar nicht gut. Was ist los? Oh, bist du auch gestorben? Zombie auch noch weg. So. Haben wir. Hier war doch gerade noch ein Enderman, oder? Hier war gerade einer, ja, aber der ist irgendwie auch weg. Achso, ich weiß nicht. Scheiße. Ach, es ist doch nicht zum. Ja. Aber ich hab einen Enderman-Kopf, das reicht. Gut. Ich hab was wir brauchen. Gut, ich hab mal. Wir können jetzt den Enderman-Spawner bauen. Ich hab mal Tag gemacht. Ja, sehr gut, danke. Weil ich bin gerade nochmal abgenippelt hier. Ja, mach mal die weg, die nicht freiwillig verbrennen. Die Spinnen kannst du in Ruhe lassen, die tun ja nichts tagsüber. Hier ist noch ein Creeper. Ich glaube, ich lasse den mal das Bienennest in die Luft sprengen. Sehr gut, Bienennest weg. Kommst du mal zu mir? Ja, zu spät. Boom. Zu spät. Kommen jetzt seine Spinnenfreunde? Nein, kommen sie nicht. Ich hier einen nach dem anderen wegmachen, sehr gut. Ja, die Spinnen, wie gesagt, tagsüber ist ja Schnuppe, die machen ja nichts. Die tun ja keinem was. Ja, aber ich dachte, die kommen, wenn ich da seine Freunde wegmache vor seinen Augen. Achso. Aber kamen sie nicht. Haben sie sich gedacht, nein, das ist ein Ding unter euch, das müsst ihr wissen. So, ich habe zwei Skelettschädel, ein Monsterschädel. Monster? Ein Monster, Zombie. Was für ein Monster? Zombie. Ein Zombie und zwei Skelettschädel. Huch, gerade so den Creeper wegbekommen. Nee. Hö? Ach da. Gut, dann gehen wir einmal runter, holen uns das ab. Dann gehen wir wieder hoch, schmeißen das ins System und machen dann unseren Soulbinder. So. Wir haben die wichtigste Maschine. Und da muss jetzt auch noch ein Kapazitor rein. Boah. Es hört nicht auf. Ich sag dir, hast du einmal die Scheiße am Hacken, wirst du sie nicht mehr los. So, jetzt brauche ich einen Broken Spawner. So, du kommst da rein.
Dann hatten und wir das Soul VR, dann ist Enderman. Irgendwo waren doch noch, genau. Dann das da rein. Halt, das sind Türen, ne? Und jetzt kriegen wir... Hätten wir auch noch Zäune, da sind sie. Oh, das braucht ja mega viel Energie. Ja, und wir haben doch so viel, was du erzählt. Ja, aber unsere Kabel sind nicht stark genug. Heißt? Die schaffen nur 640 pro Tick. Wie viel brauchen wir? 300.000? Ach, ja, ist doch ein Schnapper. Schnapper. Flugzeugträger sind teurer, glaub mir. Ja. Da kommst du mit 600.000 nicht hin. Da ist ja dauernd was kaputt. Richtig. Also, die haben ja keine. Also zum Glück haben die keine. Die Franzosen haben einen, aber der ist auch ständig in Reparatur. So, ein Zombie hören. Solified Experience. Was ist das? Da kannst du Rechtsklick drauf machen, wenn du die in der Hand hast, dann. Dann? Dann kriegst du Level. Ah, okay. Wusste ich gar nicht. Da sollte man noch ein paar mehr von haben. Ja, ja. So 175 oder so. Das wusste ich gar nicht. Komm mal hier runter, hörst du das Knirschen? Ja, warte mal. Ah, wo dieser Ton. Ich höre nichts. Hier unten sind Dark Boots, die waren noch in dem Charger drin. Ah, die habe ich. Ach so, okay. Ja, nee, genau, das sind die Stiefel, die ich meine. Weil, guck mal. Ach, dafür muss ich erstmal Jetpack ausziehen. Die sind cool, die Dinger. Die machen richtig Spaß. So, jetzt komm mal her, ihr knirscht so richtig schön. Da werden die Seelen zermahlen. Ich höre nichts. Hinten das Ding, was sich so langsam dreht. Was hast du hier eigentlich mit dem Fluid Transposer gemacht? Mit dem Tank? Da ist da Cluster Oil drin. Was? Hier der Fluid Transposer, ganz rechts. Ja. Die Maschine. Ja. Was hast du nur damit gemacht? Nichts. Ich kenne mich da nicht mit aus. Habe ich nichts mitgemacht. Irgendwo muss er ja herkommen. Wer? Ja, der Fluid Transposer. Wir hätten den da hingemacht, keine Ahnung. Warum haben wir eigentlich zwei Pulverisierer? Das habe ich mich auch schon gefragt. Erdnuss brauchen wir nicht. Knochen kann weg. Erdbeere kann weg. Alles eingesammelt, weil die Viecher explodiert sind. Brauchst du jetzt noch Köpfe? Nee. So, das Ding ist jetzt fertig. Jetzt können wir unseren Spawner da unten machen. 10 Minuten haben wir noch. Oh, wie sich der Enderman hier anguckt. Ich seh's nicht. Knirsch. Welcher Enderman? Der Kopf. Ja. So, jetzt haben wir einen Broken Spawner von einem Enderman. Okay. Und den müssen wir jetzt irgendwie... reparieren. ...verbinden mit einem Powered Spawner. Wie geht das denn? Ah ne, wir müssen den Powered Spawner platzieren? Nein. What? Combine with the Broken Spawner in an Anvil. Man sollte vielleicht weiterlesen. Was ist der denn jetzt schon wieder? Jetzt ist ja nicht wahr mit dem. Was? Ja, mit dir. Wo bist du denn schon wieder? Toll, hier ist gerade ein Enderman gestorben. Warum stirbt da ein Enderman? Weil er es kann. Scheinbar. Den Obelisken kannst du mal mitnehmen. Welchen Obelisken? Den XP-Obelisken. Muss ich die XP an mich rannehmen oder bleiben die gespeichert? Nee, den kannst du, glaube ich, einfach mit abbauen.
So, jetzt haben wir einen Powered Spawner für einen Enderman. Und jetzt geht's runter in den Keller. Und wir fangen an zu bauen. Nee, weiter mache ich nicht. Dann stelle ich da selber noch. So. Under pressure. Jetzt brauchen wir noch.